Schwestern und Brüder, wir treffen uns heute als Einleitung für das neue Schuljahr in Java. Wir haben auch ein AWS Media Demo Fest zu Ende des Monats Ramadan. Für diejenigen, die am Donnerstag gefastet haben, ist das Fest schon vorbei. Also für diejenigen, nicht gefastet, sondern ihr Fasten gebrochen haben. Für diejenigen, die AWS Media Demo mit dem Fest, heute ist der letzte Tag. Trotzdem für alle, alles Gute zum Fest. Kulam und Bichere, inshallah. Das neue Schuljahr 2010-2011 hat schon AWS Media Demo in den östlichen Bundesländern begonnen, auch in Tirol. Für die anderen Bundesländer ist morgen der Beginn. Wir wünschen allen Lehrerinnen und Lehrern ein erfolgreiches AWS Media Demo. Die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich die Ursache dafür, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben. Das heißt, wir sind Bedienstete. Wir haben zu dienen, und zwar, wir haben AWS Media Demo zu dienen, ihnen eine Ausbildung anbieten. Natürlich, die Schulen tun das in allen Bereichen. Wir von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich übernehmen natürlich den Religionsunterricht. Und das ist sehr wichtig für unsere heranwachsenden Generationen, denn das hat etwas zu tun, natürlich in erster Linie mit der Spiritualität, mit der Religiosität, mit dem Bekenntnis. AWS Media Demo. Aber auch mit der Identität. Diese Identität, die jetzt immer wieder von verschiedenen Seiten in Frage gestellt wird, ob diese Identität, Muslim zu sein, AWS Media Demo. Ob diese Identität in Europa einen Platz hat. Leider diejenigen, die diese Identität in Frage stellen, waren bis vor AWS Media Demo. Eine kleine Minderheit waren die wenigen. Durch die verschiedenen Ereignisse in der Welt nehmen sie immer wieder zu und sind weitere Kreise, die bis jetzt entweder AWS Media Demo neutral zu dieser Frage gestanden sind, sind jetzt nicht mehr so, sondern sie haben gewechselt und sind eben die Muslime für sie eine nicht willkommene AWS Media Demo in der europäischen Gesellschaft, in der österreichischen Gesellschaft und so weiter und so fort. Natürlich, das ist gegen die erklärten Prinzipien in Europa, gegen AWS Media Demo proklamierten Erklärungen der Menschenrechte, egal ob das die universale Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen oder die europäische Erklärung der Menschenrechte oder aber auch AWS Media Demo Verfassung des Landes. Hier in erster Linie spreche ich die Bundesverfassung der Österreichischen Republik an, die uns gleiche Rechte und Pflichten gewährt AWS Media Demo und der Religion unter Verfassungsschutz stellt. Allerdings, wenn man die Medien verfolgt in den letzten Wochen, dann sind das nicht mehr wirklich gesicherte AWS Media Demo. Werke, die Bundesverfassung, die eigentlich das Grundgesetz der Republik ist, die eben ausdrücklich die freie Ausübung der Religion unter Schutz stellt, ist für mich, für viele AWS Media Demo nicht so wichtig und nicht so bindend. Man diskutiert wirklich ernsthaft, ob die Muslime das Recht haben, Moscheen zu bauen und wie sollen diese Moscheen ausschauen. Die rechtsgerichtete AWS Media Demo sogar will eine eigene Abteilung, weiß ich nicht in welchem Ministerium, wahrscheinlich im Innenministerium, schaffen, einen Geheimdienst für die Bewachung.
Media Demo. So weit sind wir da. Natürlich, es gibt noch immer objektive Stimmen, die sich dagegen erheben. Allerdings, ich habe mir viel mehr erwartet. Ich habe mir erwartet, dass ein Schrei der ganzen Republik dagegen sein soll. Dass man sagt, okay, halt, die roten Linien sind überschritten, die tolerierbaren Linien sind schon längst überwunden. Dass das AVS Media Demo. Unsere Werte zu verteidigen. Und ich meine jetzt hier mit unseren Werten, das sind Werte der Republik. Wir haben unsere Verfassung zu verteidigen und ihre Bestimmungen. Wir haben diese AVS Media Demo. Allgemein anerkannte Regelwerke, egal ob das die universale Erklärung der Menschenrechte oder die europäische Erklärung der Menschenrechte, auch umzusetzen. Nicht nur als ein Papier in den Bücherregalen, sondern in die Realität. Es ist aber nicht passiert. Von Kreisen, die ich bis jetzt für gut meinende und gut gesinnte gehalten habe, kommen Kommentare. Keine ernsthafte, wirklich Widerlegung der Thesen der Faschisten. Es ist faschistisch, wenn man sagt, eine Bevölkerungsgruppe soll extra AVS Media Demo beobachtet werden. Das ist faschistisch. Jetzt haben wir auch einen Verrückten in Deutschland, der von den muslimischen Genen spielt. Also bis jetzt war eine pseudo-wissenschaftliche These, dass die Nazi, die alten Nazi natürlich, von Völkern gesprochen haben und die haben gemeint, diese Völker sind aus ihrer biologischen Beschaffenheit entweder überlegen oder sind hochgestellt oder niedrig einzustufen. Also sie haben von Völkern in der Annahme, dass die ein Volk eigentlich einen gemeinsamen Ursprung hat, das heißt, eine Abstammung von AVS Media Demo. Irgendwann und somit hat das gleiche Blut und somit hat die gleichen biologischen Anlagen. Das ist Pseudowissenschaft, selbstverständlich, weil es gibt kein Volk, das rein ist, egal ob hochgestellt nach der Nazi-Theorie. Es hat sowas nicht gegeben. Alle Völker haben miteinander sich vermischt auf irgendeine Weise. Aber jetzt kommt Herr Sarrazin und spricht von den muslimischen Genen. AVS Media Demo. Extra eine eigene Gene, einen eigenen Genplan. Und in diesem Genplan steht eben Rückständigkeit, steht eben Dummheit. Er meint, dass wir dumm werden. AVS Media Demo. Sich vermehren in Deutschland und schafft sich ab. Sein Buch heißt, Deutschland schafft sich ab, weil diese dummen Muslime vermehren sich dann in Deutschland und werden die Deutschen, die eigentlichen AVS Media Demo. Deutschen, werden eine Minderheit und so schafft sich Deutschland als Deutschland ab. Also so weit sind wir und ich höre keinen gewaltigen Schrei dagegen. Also das AVS Media Demo. Ich finde, wenn die alten Nazi eine Pseudowissenschaft vertreten haben, durch ihre Rassentheorie, Herr Sarrazin vertritt einfach eine Verrücktheit, eine Dummheit. AVS Media Demo. Eigentlich, der Mann ist dumm, soll nur seine Visage in einem Spiegel anschauen und dann ist er verschwinden, dass er wirklich ein Idiot ist. Allerdings, Idioten werden hofiert. AVS Media Demo. Unruhigend ist, dass es gibt Umfragen. Wenn morgen Herr Sarrazin eine Partei gründet in Deutschland, wird er mindestens 20% der Stimmen für sich in Anspruch nehmen können. Also, da müssen wir uns AVS Media Demo. Von ihrer